verschiedene Hochzeiten. Hermine und Ron. Hermine war furchtbar nervös, als sie den Raum betrat. Es war mehr ein Zelt als ein Raum. Allerdings war dieses Zelt so verzaubert, dass es so aussah, als sei es ein fester, gemauerter Raum. Hermine selbst war für diesen Zauber zuständig gewesen. Hermine, fragte ihr Vater, den sie vor kurzem erst mit ihrer Mutter nach England zurückgeholt hatte. Du bist dir sicher, dass du diesen One heiraten willst? Ja, und jetzt sei still, die gucken schon alle, sagte Hermine. Als sie vorne waren, fragte der kleine Zauberer die beiden, ob sie heiraten wollten. Erst als sowohl One als auch Hermine ja gesagt hatten, besiegelte er die Hochzeit mit einem komplizierten Zauber. Dann sagte er, sie dürfen sich jetzt küssen. Diese Aufforderung wurde von dem frisch gebackenen Paar mit einem Lächeln angenommen. Molly, der von Ron tatsächlich ein Ganzkörperklammerfluch aufgehalst worden war, als sie in den Vorbereitungen steckten, kamen vor Rührung die Tränen. Als Ron dann vor der gesamten Hochzeitsgesellschaft verkündete, dass Hermine ein Baby erwarten würde, brach die siebenfache Mutter endgültig zusammen. Harry und Ginny, die als einzige von dieser Nachricht nicht überrascht worden waren, waren ebenfalls froh über die Tatsache, dass sie eine Nichte oder einen Neffen bekommen würden. Aber auch Ginny brach an diesem Abend auf der Tanzfläche zusammen. Bei ihr hatten die Wehen eingesetzt. Also wurde auf der Hochzeit von Ron und Hermine nicht nur die Trauung der beiden gefeiert, sondern auch die Geburt von Albus Severus Potter, dem Sohn von Ginevra und Harry James Potter. Harry und Ginny. Harry stand aufgeregt vor dem Tisch mit den Ringen, der vor ihm aufgebaut war. Heute war sein großer Tag. Heute würde er Ginny Weasley heiraten. Er dachte an ihr erstes Treffen vor jetzt gut 8 Jahren. Er war damals total aufgeregt gewesen, da er auf die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei gehen durfte. Damals stand Ginny mit ihrer Mutter und ihren Brüdern an dem Bahnsteig 9¾. Ewigkeiten her also. Und heute würde er sie heiraten. Ginny schritt in ihrem wunderschönen, grünen Kleid die Ränge entlang, geradewegs zu eben dem Podium, auf dem Harry schon wartete. Der Zauberer, der auf Dumbledores Begräbnis war und der auch Fleur und Bill getraut hatte, war im Krieg gegen Voldemort gefallen. Jetzt hatte ein kleiner Zauberer mit vielen Falten und grauem Haar den Posten übernommen. In ihrem Publikum waren viele Stühle unbesetzt, um an die vielen Opfer zu gedenken, die der Krieg gefordert hatte. Nachdem das junge Paar die Frage aller Fragen mit Ja beantwortet hatte, hielt Harry noch eine Rede, die live im Radio übertragen wurde. Heute ist ein schöner Tag. Heute heirate ich. Doch trotzdem möchte ich noch einmal daran erinnern, dass viele Menschen, die wir geliebt haben, nicht mehr unter uns weilen. Auch meine Eltern hätten diesen Tag vermutlich gerne miterlebt. Ich bin aber nicht der Einzige, der Verwandte in dem Krieg hat fallen sehen müssen. Auch meine Ehefrau Ginny Potter hat ihren Bruder in der großen Schlacht von Hogwarts verloren. Wir haben jedem Toten, den wir gerne heute bei uns hätten, einen der Stühle gewidmet. Viele Stühle sind leer. Doch an alle, die diesen Tag mit uns verbringen dürfen, danke für ihr Kommen. An diesem Abend wurde viel gelacht, geweint und getanzt. Man merkte, dass Leute fehlen. Ginny war am Ende des Tages von Luna sogar überzeugt worden, dass es Schnarchkackler gäbe. Unter Einfluss von Feuerwhisky. Lily und James. Als Lily ihr Wohnzimmer betrat, sah sie sich staunend um. Die Rumtreiber hatten wirklich ganze Arbeit geleistet, denn es sah wunderschön aus. Sie konnte gar nicht glauben, dass dieser weiß und blau geschmückte Raum ihr Wohnzimmer sein sollte. Wow, das ist wirklich wunderschön, nicht wahr, Harry? Fragte Lily das Kind auf ihrem Arm. Dann sah Lily sich um. Sie hätte niemals gedacht, dass so viele Leute in den Raum passen würden.
Schließlich machten sich Lily und Harry auf den Weg nach vorn. Bevor Lily an den Tisch trat, wo James schon wartete, brachte sie Harry noch zu seinen Paten, Sirius und Alice. Dann trat sie zu James. James Potter, ich frage Sie, wollen Sie Lily Evans lieben und ehren, bis der Tod sie scheide? Yep, das möchte ich. Lily Evans, Sie frage ich ebenso. Wollen Sie James Potter lieben und ehren, bis dass der Tod sie scheide? Ja, das will ich. Hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau. Sie dürfen sich nun küssen. Das tat James Potter sogleich. Er zog seine Frau in seine Arme und flüsterte ihr zu, er werde sie und Harry immer beschützen. Diese Umarmung wurde von dem Zauberer, der sie getraut hatte, unterbrochen, als er über ein Kabel, das auf dem Boden lag, stolperte. Als er fragte, was das denn sei, erklärte Lily ihm, es handele sich um ein Muggelkabel. James und sie hätten beschlossen, nicht nur Magie für die Beleuchtung zu benutzen. Alles in allem war das ein sehr schöner Abend gewesen, da waren sich alle einig. Als alle, die von der Sahnetorte mit Marzipan gegessen hatten, plötzlich mit Schokolade überzogen waren, gab es viel zu lachen. Und als Lily James fragte, wessen Idee das gewesen sei, sagte der nur, die der Rumtreiber. Molly und Arthur. Arthur stand unter dem mit weißen Rosen geschmückten Heiratsbogen. Molly war bereits den gesamten Morgen im Haus unterwegs gewesen. Sie hatte die letzten Vorbereitungen für ihre Hochzeit getroffen und war allen mit ihren Bitten, dass sie ihr ruhig helfen könnten, in den Ohren gelegen. Nun stand er hier und wartete auf seine Molly, die auf einen Weg zum Altar zwischen den bis auf den letzten Platz besetzten Stuhlreihen finden musste. Diese erstreckten sich über das gesamte Grundstück, weil das Grundstück nicht sehr groß und die Familie der Weasleys nicht gerade klein war. Molly kam vorne an und fragte Arthur, ob wir wohl auch so viele Kinder haben werden? Ich hoffe es. Der Zauberer, der später auch ihren Sohn verheiraten würde, trat hervor und sprach die berühmten Worte. Nachdem sich Molly und Arthur das Ja-Wort gegeben hatten, dachte Molly an die ersten Tage, wo sie Arthur kennengelernt hatte. Flashback. Sie kam aus Beauxbatons, bis auf ihr erstes Schuljahr. Das hatte sie auch in Hogwarts verbracht. Das war aus dem Grund so, dass ihre Eltern sie nicht der Gefahr von du weißt schon wem aussetzen wollten. Nun würde sie auch ihr letztes Jahr in Hogwarts verbringen. Sie würde direkt nach Gryffindor geschickt werden, da sie in ihrem ersten Jahr da reingekommen war. Sie war sehr aufgeregt. Sie hoffte darauf, einen der Weasleys zu sehen. Diese waren ihrer Meinung nach viel süßer als alle anderen Jungen. Der Schulsprecher Arthur Weasley würde sie in der Schule umherführen. Also doch ein Weasley. Er war in ihrem Jahrgang. Er fand sie süß und sie ihn. So kam es, dass kaum 10 Tage später auf der damals noch existierenden Schülerzeitung auf der Titelseite stand: Der Schulsprecher und die Neue. Flashback Ende. Nun waren sie bereits ein Jahr zusammen. Arthur und sie heirateten, aber viele sagten, dass die beiden sich doch noch fast gar nicht kennen würden. Arthur und Molly waren aber der Meinung, in der Liebe und im Krieg sei alles erlaubt. Und das hier war ein wenig von beidem. Du weißt schon, wer übernahm gerade die Macht. Deshalb hatten die beiden nur ihre engste Familie eingeladen. Trotzdem waren auf der Hochzeit über 500 Leute, weil Arthur so viele Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins eingeladen hatte. Auch ihre besten Freunde waren gekommen. Molly war beeindruckt, denn sie hatten nur Cousinen, Cousins und Tanten eingeladen. Nur 17 Leute aus ihrer Familie waren gekommen, da viele der Meinung waren, dass man nur 3 Tage nach dem Tod von Mollys Bruder von der Hand, dessen Namen nicht genannt werden darf, eine Hochzeit feiern sollte.